Für den FC Schalke 04 geht es am Samstag nach Freiburg. Gegen die Breisgauer kassierte man im Hinspiel die erste Saisonniederlage. Was die Mannschaft dieses Mal anders machen will, haben wir den Trainer und Manager Felix Magath gefragt. Ich denke mal, der Verlauf der Vorrunde hat gezeigt, dass wir natürlich am Anfang auch noch mit Schwierigkeiten zu tun hatten, die darin lagen, zum einen in der Vergangenheit, zum anderen natürlich auch in der Tatsache, dass sich vieles für die Spieler geändert hat, in den ganzen Abläufen, auch in der Vorstellung, wie Fußball gespielt werden soll. Glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, wenn ich die letzten Leistungen auch jetzt in der Rückrunde sehe, bin ich überzeugt davon, dass wir spielerisch, fußballerisch auch weitergekommen sind, weiterkommen. Und der SC Freiburg hatte einen günstigen Moment damals erwischt. War ja auch das letzte Wochenende der Transferperiode, was auch dann noch einen Einfluss auf das ganze Geschehen gehabt hat. Also insofern glaube ich mal, dass die Umstände dieses Mal, auch wenn wir den einen oder anderen Verletzten haben, bei diesem Spiel für uns nicht so ungünstig sind wie damals. Und wir haben uns entwickelt in dieser Zeit. Wir sind weitergekommen, was unser Spiel angeht. Deshalb bin ich ganz zuversichtlich, was die Partie jetzt in Freiburg anbetrifft. Und ich habe das der Mannschaft ja auch gesagt. Wir haben natürlich durch die Heimniederlage 3 Punkte nicht, die man irgendwo im Geiste halt schon doch auch für sich gerechnet hat. Insofern stehen wir jetzt in der Pflicht, durch einen Auswärtserfolg diese 3 Punkte, die wir beim Heimspiel gerne gehabt hätten, jetzt uns in Freiburg zurückzuholen.